Hallo, grüße euch Paraguay Live. Ich bin dir Bitt und herzliche sonnige Grüße aus Paraguay. Das heutige Thema ganz aktuell: Impfpflicht. Also bleibt dran. So, also jetzt sieht er mich in ganz entspannter Atmosphäre. Ich bin jetzt hier zu den Gästen im Prinzip umgezogen und mit euch ganz in entspannter Atmosphäre etwas zu plaudern. So, panikartig haben mich viele Leute angerufen, vor allem ganz schnell. Und da habe ich gefragt, Piet, wie ist das eigentlich? Ist es die Impfpflicht bzw. 2G-Regeln in Paraguay eingeführt worden? Ja oder nein? Können wir wieder nach Paraguay kommen, frei reisen? Oder ist es nicht mehr möglich? So, das ist jetzt aktuelles Thema. Und grundsätzlich rede ich ungern über Politik, weil dazu gehört die Politik so oder so. Aber gut, Angerede, kurzer Sinn, werde ich euch die Fragen gleich beantworten. So, also nach dem gestrigen Stand im Prinzip, Leute, also ich sage mal andersrum, Touristen, die nach Paraguay kommen, müssen geimpft sein. Ja, also nochmal. Touristen. Also, es betrifft Leute, die, ich sage mal, für eine Woche, zwei, drei oder wie auch immer nach Paraguay kommen und wollen das Land bereisen, beziehungsweise möchten nicht hierbleiben, sondern einfach aus touristischen Gründen sind die in Paraguay. Diese Leute müssen geimpft sein. Sonst, was mir berichtet wurde, werden diese dort nicht mal ins Flugzeug reingelassen. Könnt ihr vielleicht unten in den Kommentaren mal bestätigen, ob es wirklich so ist oder nicht. Weil die Situation, die ändert sich ja jeden Tag. So, sonst die anderen Menschen, um diese nicht zu spalten, ich tue es nicht, das tut die Politik normalerweise. Also, paraguayische Staatsbürger und die den Daueraufenthalt bzw. die paraguayischen Dokumente, also den Personalausweis haben, können auf jeden Fall rein und raus ohne diesen Impfpass vorzuzeigen. Okay. Soweit ich informiert bin, gelten weiter die PCR-Tests. So, also auf die Frage zurückzukommen, also Impfpflicht ist es in Paraguay nicht. Aber wie gesagt, besser wird es auch nicht. So. Meine persönliche Meinung dazu, also diese 2G-Regeln, ich denke, dass die verehrten Politiker haben es auch vergessen, 3G zu machen, also heißt geimpft, genesen und was bleibt? Wo sind die Gesunden? Weiß ich nicht. Also ich bin ein alter Sack sozusagen. Danke, die Vögel machen es mit. Aber ich zum Beispiel bin gesund. Und für meine Begriffe sollte es auch so bleiben. Ja, dass man grundsätzlich auch die Gesunden mal in Ruhe lässt und sagt, okay, wenn ich gesund bin, warum soll man sich ja impfen lassen? Ja? Aber ich will das nicht politisieren. Ich wollte nur sagen, wie das im Moment in Paraguay die Situation ist. Das heißt also, die Neuen, in Anführungszeichen, die kommen,
die müssen geimpft sein bzw. den Impfpass vorzeigen. Okay? Also es ist schon traurig, meiner Meinung nach, dass den Menschen wird die Freiheit im Prinzip genommen. Ja, also in der Europäischen Union so oder so. Und deshalb, das, was ich sehe, ist meine persönliche Meinung. Die Leute lassen sich impfen, nicht weil die davon überzeugt sind. Ja, ein Teil auf jeden Fall. Aber der große Teil lässt sich ja impfen. Warum? Aus wirtschaftlichem Zwang. Und sorry, Leute, aber das sind Methoden, also das ist auf jeden Fall keine Demokratie. Ja? Also ich möchte nicht mich da politisch äußern, war ich ja nie oder habe ich ja nie gemacht. Aber Leute dazu zu zwingen, sich zu impfen, weil die die Arbeit verlieren, weil die Strafen zahlen müssen, weil die aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, ja? Weil die in die Psychiatrie eingewiesen werden. Es wird sicherlich hunderte von Fällen geben. Also da ist die Welt komplett verrückt. Und ich bin 100% der Meinung, dass sämtliche Probleme auf der Welt, wer schafft die? Einfach die Politik. Spaltet die Gesellschaft. Weil kleine Gruppe von Leuten will Vorteile haben. Ja? Und was noch viel schlimmer ist, die anderen springen auf den Zug mit und sagen, ich mach's mit. Okay. Bis jetzt Paraguay, oder sage ich mal, nicht bis jetzt, sondern bis heute ist Paraguay ein freies Land. Also wir zum Beispiel hier auf dem Lande, interessiert die Menschen eigentlich wenig, ob man geimpft oder ungeimpft ist. Ja, wir sind alle Menschen. Ja, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Der Hans hat seine Meinung und du dahinter, der dich in der Ecke versteckst, hast auch deine Meinung. Und warum sollst du die auch nicht haben? Also, das ist meine persönliche Meinung. Ich tue es das seltenst, damit man das nicht irgendwo die Gesellschaft oder die Fans auch spaltet. Wir zum Beispiel bei uns nehmen Ungeimpfte, Geimpfte, egal welche Menschen sind Menschen, nehmen wir natürlich auf und helfen denen, die Dokumente zu erledigen. Also ich spreche jetzt von den Einwanderungsdokumenten und das, denke ich mir, ist das A und O. Und das sollten wir bitte nicht vergessen. Nicht spalten die Gesellschaft, sondern zusammenführen. Okay? Also in diesem Sinne, bleibt gesund. Also ich freue mich auf eure Kommentare und wie gesagt, nicht spalten die Gesellschaft. Aber eure Meinung interessiert mich. Also unten in den Kommentaren schreibt ihr einfach, was ihr von der Impfpflicht hält. Was ist eure Meinung? Wie sollte man es vorgehen? Und vor allem natürlich bezogen auf Paraguay bzw. grundsätzlich auf die Freiheit bzw. Reisefreiheit. Okay? Vielen Dank. Bleibt gesund auf jeden Fall. Spaltet euch. Bleibt eher zusammen, weil das ist das A und O. Und teilt das Video, wenn euch gefallen hat. Und nimmt einfach teil an der Besprechung, an der Community, weil wir hier in Paraguay auch zusammen leben wollen und wie bis jetzt, in Frieden. Also bleibt gesund, Likes nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Teilt das Video auch mit anderen und falls ihr Fragen habt, natürlich anrufen bzw. am besten in den Kommentaren. Okay, mach's gut, bis dann, ciao, ciao.